Mit den Fasser Falcons ist der aktuell Vorletzte in der AHL zu Gast bei den Juniors. Und damit hallo und servus aus der Eisarena. Nach längerer Verletzungspause ist Rasmus Lanavik wieder zurück im Line-Up der Bullen. Trotzdem fehlen weiterhin einige Mannschaftsstützen, entweder verletzt oder sie sind im Kader der Profis zu finden. Nach einer ausgeglichenen und recht offenen Anfangsphase ist es Stephen McParland, der den Torbann bricht und die Falken mit 1:0 in Führung bringt. McParland mit seinem 6. Saisontor, Torschütze vom Dienst der Südtiroler. Im Kasten der Salzburger heute Alois Schultes. Für den Zeller sollte es ein arbeitsreicher Abend werden. 2 Minuten vor Drittelende dann erhöhen die Gäste aus dem Fassertal durch Martin Kastlunger auf 2:0. Auch die Juniors bekommen ihre Chancen, sind aber nicht so effektiv wie sonst. Und da ist dann auch noch der ehemalige ungarische Nationaltorhüter Adam Wey, der heute seinen Kasten sauber hält. Im Mittelabschnitt starten die jungen Salzburger ambitioniert. Doch das Spielgerät will einfach nicht ins Tor. Der Schuss von Czernik lässt nur das Metall der Stange klingeln. Glück für die Falken beim Schuss des 17-jährigen Salzburgers, der heute sein 10. AHL-Spiel bestreitet. Ein anderes Bild auf der Gegenseite. Die Südtiroler lassen die Scheibe und die Haushände laufen und sind über 5 Stationen vor dem leeren Tor. Kastlunger vergibt kläglich und Schultes wäre da wohl nicht mehr rechtzeitig zur Stelle gewesen. Die Salzburger, wie schon gegen Ritten nur mit 3 Linien, bringen nicht wie gewohnt ihr Power-Eishockey aufs Eis. Dazu gesellen sich auch noch individuelle Fehler, die der Gegner eiskalt bestraft. Der Trickshot von McParland, zu harmlos, doch beim Rebound von Tedesco klingelt es im Salzburger Kasten. 3:0 für Fasser. Zu Beginn des Schlussabschnittes wieder eine Schrecksekunde auf Seiten der Hausherren. Die Gäste mit einem schnellen Breakaway. Felicetti tankt sich durch, scheitert aber an Schultes. Die Juniors in den letzten 20 Minuten mit einer leichten optischen Überlegenheit. Es dauert jedoch bis zur 54. Minute, ehe der 17-jährige Tommy Portella mit seinem ersten AHL-Tor anschreibt. Eiskalt versenkt der Südtiroler im Dress der Salzburger die Scheibe im Kasten von Wey. Das Momentum konnten die Salzburger leider nicht für sich nutzen. Es waren wieder die Gäste, die den alten 3-Tore-Vorsprung herstellten. Daniel Tedesco machte mit seinem 2. Tor, 3 Minuten vor Schluss, alles klar. Die Juniors unterliegen zu Hause den Fasser Falcons mit 4:1 und verlieren das 3. Spiel in Folge. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Stützen bald wieder zum Team zurückkehren. Wir haben souverän gespielt, es war endlich mal ein Sieg erreicht. Die Jungs haben super gespielt, also es war eine unserer besten Spiele diese Saison. Wir haben alles fast perfekt gemacht, defensive Zone, gut in der Offensive die Chancen genutzt und wir haben das Spiel nach Hause gebracht. Ja, ich finde, die wichtigen Spieler fehlen sicher, aber ich finde, das ist keine Ausrede. Wir müssen einfach mit den Spielern, die wir haben, performen und schauen, dass wir unser Spiel wieder zurückfinden.